Schönen guten Tag, wir sind's wieder hier aus Darmstadt am Dienstag nach der Weltmeisterschaft. Die Trauer verstreicht so langsam, die Tränen werden langsam trocken, auch über das schlechte Abschneiden der deutschen Mannschaft. Es sind ja schon einige Analogien auch bemüht worden zur Politik, zum Sport, zum Zustand des Landes. Das eine passe ja irgendwie auch zu dem anderen. Ich finde, solche Bilder sind ein bisschen abgegriffen und man sollte sich auch ein bisschen in Acht nehmen. Ist wirklich alles so schlecht bei uns wie das Abschneiden in der Vorrunde? Da sollte man, glaube ich, ein bisschen Vorsicht walten lassen. Wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind. Nicht alles ist schlecht, auch wenn Jogis Kicker nicht so doll abgeschnitten haben. Vieles bei uns ist immer noch sehr gut. Wenn man, und das ist der entscheidende Punkt, Probleme klar benennt, wenn man tatsächlich Lösungen sucht und die Themen, die auf dem Tisch liegen, nicht einfach vertagt oder versucht, unter den Teppich zu kehren. Wenn man sich allerdings, wie das bei der Nationalmannschaft ganz offensichtlich der Fall ist, in eine Art Paralleluniversum hineinbegibt, sich auf einem vermeintlich ewig anhaltenden oder garantierten Erfolg ausruht oder, wie es im Fall Mesut Özil so zu sein scheint, auch keinen klaren Kurs hat, wenn man wie im Fall Löw immer den einfachsten und im Zweifelfall auch teuersten Weg geht, dann hat man irgendwann tatsächlich in der Tat echte Probleme, von denen man so schnell nicht mehr herunterkommt. Vielleicht war also dieses frühe Ausscheiden in Russland so eine Art heilsamer Weckruf und gibt uns Zeit, dass wir uns jetzt wieder nicht nur bei der Nationalmannschaft, sondern ganz generell den wahren, wichtigen Themen in Deutschland zuwenden. Fußball ist am Ende tatsächlich nicht mehr als die schönste, zweifellos die schönste Nebensache der Welt, aber eben nur eine Nebensache.